Hallo meine Damen und Herren, vertiefen wir in dem heutigen Screencast die einstufige und die mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung. Beide dienen der Ermittlung von Gewinnschwellenanalysen, Preisuntergrenzen, zum Vergleich von Produktionsverfahren, zur Optimierung von Produktionsprogrammen und auch zur Entscheidung von Make-or-Buy. In all den genannten Bereichen liefert sie, wie eingangs schon erwähnt, wesentlich relevantere Aussagen bei betriebswirtschaftlichen Entscheidungssituationen als die Vollkostenrechnung. Wie ist nun eine einstufige Deckungsbeitragsrechnung am Beispiel einer Kostenträgerzeitrechnung aufgebaut? Stellen wir uns dazu ein Unternehmen vor, das in zwei verschiedenen Sparten jeweils drei verschiedene Produkte herstellt. Es könnte sich zum Beispiel um einen kleineren Fahrzeughersteller handeln, der in einer Sparte PKWs und einer anderen Sparte LKWs produziert. Er stellt drei verschiedene PKWs her und drei verschiedene LKWs. In der einstufigen Deckungsbeitragsrechnung kann man nun in der ersten Zeile, die hier gelb dargestellt ist, die Erlöse der einzelnen Produkte auflisten. Ganz links sehen Sie die Summe der Erlöse. In der zweiten Zeile dieser Tabelle, die hier rot dargestellt ist, können nun die variablen Kosten der einzelnen Produkte von den Erlösen der einzelnen Produkte abgezogen werden. Das heißt, in der dritten Zeile, die wieder gelb dargestellt ist, erhält man nun pro Produkt den erzielten Deckungsbeitrag. In der linken Spalte kann man diese Daten jeweils aufsummieren. Von der Summe aller Deckungsbeiträge werden nun die gesamten Fixkosten abgezogen. Das heißt, man betrachtet in der einstufigen Deckungsbeitragsrechnung ab dieser Stufe nur noch die Summe, was dann zum Unternehmensergebnis in der letzten Zeile dieser Tabelle führt. Sie sehen, eine Beurteilung der einzelnen Produkte ist hier nur auf Deckungsbeitragsebene möglich. Wesentlich differenzierter geht nun die mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung vor. Gehen wir wieder von denselben Produkten im selben Unternehmen aus und tragen wir wieder in die erste Zeile die Erlöse aller sechs Produkte ein. Danach würden wieder die variablen Kosten pro Produkt abgezogen, was wieder zum Deckungsbeitrag pro Produkt führt. Nun sehen Sie allerdings, dass hier der Deckungsbeitrag noch durch eine römische 1 gekennzeichnet ist. Wir haben also den Deckungsbeitrag 1, der definiert ist als Erlöse abzüglich aller variabler Kosten. Bis zu diesem Punkt sehen wir keinen Unterschied zur einstufigen Deckungsbeitragsrechnung. Der wesentliche Unterschied der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung gegenüber der einstufigen Deckungsbeitragsrechnung beginnt nun. Sie können sich vorstellen, dass aus dem gesamten Fixkostenblocks einzelne Fixkosten sehr eindeutig einzelnen Produkten zugeordnet werden können. Nehmen wir an, in einer bestimmten Halle wird nur ein bestimmter Fahrzeugtyp gebaut. Dann erhöht es natürlich die Aussagekraft der Kostenrechnung, wenn ich diese einem Produkt direkt zurechenbaren Fixkosten in meiner Kostenrechnung auch genauso betrachte. In der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung werden nun also alle Fixkosten, die einzelnen Produkten zugeordnet werden können, von dem Deckungsbeitrag 1 des jeweiligen Produktes abgezogen, was zum Deckungsbeitrag 2 immer noch auf der Ebene einzelner Produkte führt. Als nächstes wäre es denkbar, dass es Fixkostenblöcke gibt, die man nicht mehr einzelnen Produkten zuordnen kann, sehr wohl aber einzelnen Sparten. Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Personalabteilung für den PKW-Bereich und eine Personalabteilung für den LKW-Bereich. Einzelnen Produktgruppen sind diese Fixkosten dann nicht mehr zuzuordnen, sehr wohl aber jeweils einer Sparte. Deshalb wird nun von der Summe des Deckungsbeitrags 2 einer Sparte der Fixkostenbetrag abgezogen, der eindeutig dieser einen Sparte zuordnungsfähig ist. Somit erhalten wir den Deckungsbeitrag 3 für die Sparte 1 bzw. Sparte 2.
Daneben gibt es noch einen Rest an Fixkosten, der weder einzelnen Produkten noch einzelnen Sparten zugeordnet werden kann, sondern die existieren, damit das Unternehmen insgesamt funktioniert, wie beispielsweise die Verwaltungsabteilungen, die für beide Sparten arbeiten, oder Vorstandsbereiche, die für beide Sparten zuständig sind. Diese fixen Kosten des Unternehmens werden nun von der Summe der Deckungsbeiträge 3 aus Sparte 1 und 2 abgezogen, wodurch sich das gesamte Unternehmensergebnis ergibt. Sie sehen, mit der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung ist man in der Lage, wesentlich genauer und wesentlich tiefer einzelne Produkte und einzelne Sparten eines Unternehmens hinsichtlich ihres Erfolgsbeitrages miteinander zu vergleichen. Wie detailliert so eine mehrstufige Deckungsbeitragsrechnung durchgeführt wird, also auf 3, 4 oder noch mehr Stufen, bleibt jedem Unternehmen selbst überlassen. Dabei sollten immer der Gewinn an Aussagekraft, der Zunahme an Komplexität und Kosten für die Kostenrechnung gegenübergestellt werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Screencast. Tschüss.